Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Liebe Schwestern und Brüder, Gott, unser himmlischer Vater, hat uns in der heiligen Taufe um Christi willen zu seinen Kindern angenommen und uns durch seinen Geist das neue Leben geschenkt. Wir aber haben oftmals gesündigt, seinen Geist betrübt, gezweifelt und das neue Leben in uns verleugnet. Darum lasst uns um Christi willen unsere Schuld bekennen und bitten, Gott, sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Sei uns nahe, Herr, mit deinem vergebenden Wort. Stärke unseren Glauben und nimm unser Beten und Loben in Gnaden an. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Amen. Lasst uns beten.
Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn in die Hände der Menschen gegeben, die ihn getötet haben. Wir bitten dich, vergib uns alles Widerstreben gegen deine unbegreifliche Liebe und lass uns teilhaben an dem ewigen Heil, das du der Welt geschenkt hast in ihm, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört die Epistel zum Sonntag Reminiscere aus dem Römerbrief im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott uns geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nichts zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Das Heilige Evangelium hören wir in deutscher und persischer Sprache. Es steht geschrieben bei St. Markus im 12. Kapitel. Jesus fing an, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte.
Und sie ließen ihn und gingen davon. از کتاب مقدس مارکوس فصل 12 عیسی با سخن خود ادامه داد در قالب مثل به ایشان گفت مردی تاکستانی احداث کرده دیواری دور آن کشید در آن حوضی برای گرفتن آب انگور کند یک برج هم برای آن ساخت بعد آن را به باغبانان اجاره داد به سفر رفت در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد اما آنها غلام را گرفته کتک زدند دست خالی بازگردانیدند صاحبان تاکستان غلام دیگر نزد ایشان فرستاد او هم را سنگسار کرده سرش را شکستند با بی احترامی برگردانیدند باز غلام دیگری فرستاد او را کشتند بسیار از کسانی دیگر نیز همینطور بعضی ها را زدند بعضی ها را کشتند صاحب باغ فقط یک نفر داشت که بفرستد آن هم پسر عزیز خودش بود سرانجام او را فرستاده پیش خود گفت آنها احترام پسرم را نگه خواهند داشت اما باغبانان به یک دیگر گفتند این وارث است بیایید او را بکشیم تا مالک او مال خودمان باشد پس پسر را گرفته کشتند از تاکستان بیرون انداختند صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او می آید این باغبان را می کشد تاکستان را به دیگران واگذار می کند مگر در کلام خدا نخواندید آن سنگی که معماران رد کردند به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است این کار خداوند است به چشم ما عجیب می نماید رهبران یهود در صدد بر آمدند عیسی را دستگیر کنند چون فهمیدند روی سخن او با آنها بود از مردم می ترسیدند پس او را تر کردند و رفتند
stärke euch. Lieber Vater, danke, dass wir da sind. Und so lass uns hören dein Wort. So segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Matteo. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, es ist ein altes Evangelium für diesen Sonntag, geschrieben bei Matthäus im 12. Kapitel. Einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern sprachen zum Jesus: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin von Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Herr Gott, himmlischer Vater, send uns deinen Heiligen Geist, dass wir das Wort unseres Herrn hören mit dem Herzen, nicht nur mit den Ohren. Dass du bei uns zu deinem Recht kommst und wir dich ehren, unser Leben lang durch Christus Jesus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sie sind eigentlich nichts anderes als Passionsgeschichten mit jeweils einer langen, ausführlichen Einleitung. Das Leben Jesu von der Geburt bis zu seinem Tod ist geprägt von Schmerzen, Leiden. Sein Tun und Wirken ist so angelegt, dass es geradezu auf das Kreuz zustrebt. Jesus Christus ist unter erbärmlichsten Verhältnissen geboren. Er musste sogleich vor den Mordplänen des Herodes fliehen. Er hatte kein Zuhause, er wanderte umher, er lebte aus der Hand in den Mund. Seine Botschaft wurde oft missverstanden und wirbelte viel Staub auf, oft zu seinem eigenen Nachteil. Und so suchten die Schriftgelehrten und Pharisäer nach einer guten Gelegenheit, ihn umzubringen. Er musste nicht nur körperlich leiden, sondern stand unter einem enormen seelischen Druck. Alle Geschichten in den Evangelien haben es also mit dem Leiden und Sterben Jesu zu tun. Mal ganz offensichtlich und erkennbar und oft genug verborgen. Auch unser Schriftwort erzählt eigentlich von dem Kreuz Jesu, obwohl es 14 Kapitel vor der eigentlichen Leidensgeschichte steht. Hinter dem Zeichen des Jona, das Jesus den Menschen dann doch gibt, verbirgt sich das Kreuz, das Zeichen der großen Liebe Gottes. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, sie bitten um ein Zeichen. Nicht aus Sensationslust oder aus Langeweile heraus.
Sie sind vielmehr aufgewühlt durch die Worte und Taten Jesu. Sie sind sich unsicher, ob dieser Jesus nun wirklich der verheißene Retter Gottes ist. Jedoch, was soll Jesus noch tun, um sich als Sohn Gottes zu erweisen? Er hat Wunder getan, Menschen geheilt, 5000 Menschen gespeist. Er hat Wunder getan, Menschen geheilt. Zuvor hat er die verkrüppelte Hand eines Menschen geheilt. Aber warum tut er denn das am Sabbat, an dem Tag des Herrn, wo man doch ruhen soll? Dann hat er den bösen Geist eines Besessenen ausgetrieben, der ihn stumm und blind machte. Aber steckt Jesus vielleicht doch mit dem Beelzebub, dem Teufel, unter einer Decke? Jesus, tu doch mal ein klares Zeichen. Vieles ist widersprüchlich. Ein Zeichen würde den Schriftgelehrten zum Verstehen helfen, meinen sie. Wunder sind nicht eindeutig und so bitten sie um eine klare Legitimation, die allen Zweifeln überlegen ist. Gott solle sich selbst zu diesem Jesus bekennen und ihn als seinen Sohn ausweisen. Scharlatan und Verführer gab es zur Genüge. Und dann könne man an ihn glauben. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich ein gutes, verständliches Ansinnen, denn die Pharisäer und Schriftgelehrten haben die Aufgabe, über die Lehre zu wachen. Doch Jesus lehnt barsch ab. Ein böses und abtrünniges Geschlecht verlangt ein Zeichen und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Der Herr verweigert den sichtbaren Beweis, der den Glauben der dann überflüssig macht. Ein Zeichen bringt nichts. Denn welches Zeichen, liebe Christen, würde uns denn 100% überzeugen, endgültig gewiss machen? Was müsste geschehen, damit die Menschen ihr Misstrauen aufgeben und Gott vollkommen vertrauen? Dann wären wir im Himmel. Dann sähen wir Gott von Angesicht zu Angesicht. Und dann ist kein Glaube mehr notwendig. Dann schauen wir. Ja, hinter dieser Sehnsucht nach einem eindeutigen Beweis für Gott steht immer auch ein bisschen Sensationslust. Als ob der Mensch als Zuschauer auf der Tribüne sitzt und das göttliche Schicksal betrachtet. Doch wenn Gott sich unwiderlegbar als der Herr der Welt erweisen würde, dann müssten alle Menschen, auch seine Gegner, vor Gott kapitulieren und ihn zähneknirschend anerkennen. Das aber hat nichts mehr mit Liebe und Vertrauen zu tun. Im Herzen regt sich immer wieder Widerstand. Ja, durch Zeichen und Wunder gewinnt Gott, der Herr, unser Herz nicht. Nun will der Herr aber keine Sklaven, keine willenlosen Puppen, er will Kinder, die gerne zu ihm kommen, die seine unendliche Liebe erkennen, die ihm vertrauen und bei ihm das Leben finden, ewig, aber auch jetzt schon. Und darum, liebe Schwestern und Brüder, verweigert Jesus Christus das geforderte Zeichen und gibt uns stattdessen sein Zeichen. Das Zeichen des Jona. Ihr kennt ihn. Der Prophet Jona erhält von Gott den Auftrag, den Menschen in Ninive das Gericht anzukündigen. Wenn ihr nicht umkehrt, wird Gott in 40 Tagen die Stadt vernichten. Jona will nicht. Der verschwindet still und heimlich und meint, Gott entfliehen zu können. Aber Gott, der lässt nicht locker, denn er will die Menschen in Ninive nicht aufgeben und vernichten.
was der widerspenstige Jona auch anstellt, um diesen Rettungsplan Gottes zu durchkreuzen, es nutzt nichts. Jona fühlt sich auf dem Boot sicher unten zum Schlafen. Aber Gott schickt einen Seesturm und dann anschließend auch noch einen großen Fisch, der ihn verschluckt. Nach 3 Tagen und 3 Nächten wird er dann ausgespuckt und geht nach Ninive. Das ist doch Gottes Wille. Jona predigt und tatsächlich Menschen kehren um und leben. Das Zeichen des Jona, liebe Schwestern und Brüder, ist das Kreuz Jesu Christi. So unbeirrbar ist Gott in seiner Liebe zu uns Menschen, dass er seinen Sohn am Kreuz leiden, sterben lässt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und setzt Himmel und Erde in Bewegung, um die Menschen, seine Geliebten, zu sich zu ziehen. Das Kreuz ist das sichtbare Zeichen, kein Beweis, aber ein Hinweis auf die grundlose, unbeirrbare Liebe Gottes. Der Sohn Gottes musste sterben, nicht wir. Er ging an unserer Sünde zugrunde, nicht wir. Er als der Unschuldige musste den Tod eines Verbrechers erleiden, nicht wir, die Schuldigen. Er hat das Traurige und Böse unseres Lebens getragen, damit wir ohne Sünde, ohne ein belastetes Gewissen leben. Er war Gott verlassen, damit wir nie ohne Gott auskommen müssen. Er musste in die Hölle, damit wir diesen Ort nie sehen. Noch mehr, dieser Jesus ist nach 3 Tagen auferstanden, damit wir wissen und glauben, der Tod und seine Verbündeten haben verloren, das Leben hat gewonnen. Es gibt keine Dunkelheit, die unser Heiland nicht erhellen kann, keine Not, die er nicht wenden, keine Krankheit, die er nicht aushalten, keine Situation, die er nicht für uns, mit uns überstehen könnte. Das Zeichen des Jona und das Kreuz Jesu reden also von der Liebe und der Güte unseres Gottes. Es ist ganz anders als gedacht und gefordert. Jesus soll seine Hoheit und Majestät zeigen. Aber wir sehen die Erniedrigung am Kreuz. Jesus behauptet, Gott zu sein. Aber wir sehen ihn ohnmächtig. Er wird wie ein Verbrecher am Kreuz hingerichtet. Und doch ist dieser Christus der Herr der Welt. Das Kreuz ist kein eindeutiges Zeichen, das die Widerstände und Zweifel in uns überwindet. Es ist vielmehr ein Zeichen, das unser Herz erreichen, den Glauben und das Vertrauen in uns wecken will. Was ist das für ein Gott, der für uns alles aufgibt, für uns sogar den Himmel verlässt und einer von uns wird? Was ist das für ein Herr, der sich für die Seinen aufopfert und zu Tode blutet? Was ist das für ein Heiland, der sich selbst vergisst, um nur noch an dich, lieber Christ, zu denken, um für dich zu sterben, um mit dir zu leben, ewig? Liebe Schwestern und Brüder, das Zeichen des Jona, das Kreuz Jesu, fragt nach unserem Glauben. Denn wenn ein Wort, eine Geste oder ein Geschenk als Zeichen der Liebe erkannt wird, dann ist doch die Liebe und das Vertrauen zum Geber dieser Gabe wichtig. Und so wandelt Jesus Christus diese Bitte nach einem Zeichen zu einer Gewissensfrage. Glaubst du an mich? Vertraust du Gott, dem Vater? Jesus fragt also nach unserem Herzen. Ist es gefüllt von der Liebe und dem Vertrauen zu Gott? Dann sehen wir, dann erleben wir in unserer Welt Wunder um Wunder.
mit denen unser himmlischer Vater uns segnen und bewahren will? Ist unser Herz dagegen leer oder besetzt, dann kann Gott noch so großartige Wunder tun, berauschend und sensationell. Aber unser Herz erreicht er so nie. Denn alle Zeichen, sie sind doppeldeutig. Wer Erfolg im Beruf hat, der sieht seinen Grund in seinem Verstand und seiner Zielstrebigkeit oder in Gott. Wer es in seinem Leben zu etwas gebracht hat, der sieht auf seine Leistung und Tatkraft oder auf den Segen des Herrn. Wer knapp einem Unfall entgangen ist, der sagt Zufall oder Schwein gehabt. Oder er sagt Gott sei Dank. Auch Naturkatastrophen und Unglücke, sie sind zweideutig unklar. Der eine sieht darin einen Beweis gegen Gott, denn wie kann er das zulassen? Wieder andere hören in schrecklichen Ereignissen den göttlichen Ruf zur Umkehr. Meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen? Ich sage euch nein. Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so unkommen. Und liebe Schwestern und Brüder, wer selbst in einer tiefen Dunkelheit steckt, die Hand nicht mehr vor Augen sieht, der rechnet vielleicht mit dem unbegreiflichen Gott. Und nennt das Ganze dann Schicksal. Oder aber er weiß sich trotz allem bei seinem himmlischen Vater geborgen und sicher, auch wenn er nichts verstehen kann. Und darum, lieber Christ, hör doch, Jesus Christus hat dir das Zeichen des Jona gegeben. Seine Liebe zu dir ist unbeirrbar und echt. Schau auf das Kreuz. Dort hängt dein Heiland, festgenagelt durch die Liebe Gottes für dich. Dieser Mann am Kreuz gibt deinem Leben einen Sinn. Du darfst mit ihm ganz und gar leben. Wie geheimnisvoll und rätselhaft es in deinem Leben auch aussieht. Du stehst, du lebst unter dem Kreuz, das dir sagt, so sehr hat Gott dich geliebt. So sehr, dass er heute zu dir kommt unter Brot und Wein. Dass er sich ganz und gar für dich dahingibt und sich so klein macht, um in dein Herz einzuziehen, um mit dir zu leben. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Es ist der Herr, dein Gott, der Grund und die Kraft für dein Leben. Glaub es nur, er lässt dich nicht los in Zeit und Ewigkeit. Was brauchst du noch andere Zeichen und Beweise? Das Zeichen des Jona, das Kreuz Jesu zeigt dir diese unendliche, grundlose Liebe deines himmlischen Vaters, der sich für dich das Beste und Liebste vom Herzen gerissen hat. Für dich hat's er getan. Für dich wird's er auch weiterhin tun. Denn darum hängt dein Heiland am Kreuz. Für dich zum Leben jetzt und ewig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns beten. Barmherziger, ewiger Gott und Vater, du hast die Menschen erschaffen und du gibst ihnen, was zu ihrem Heil dient. Du tröstest die Traurigen und heilst die Schwachen. Darum rufen wir zu dir, nimm unser Gebet an und gib, dass alle Menschen deine Hilfe erfahren und dir danken. Wir bitten dich, vergib deiner Christenheit ihre Versäumnisse und Verfehlungen und errette sie aus Irrtum und Bedrängnis. Erhalte alle Christen im rechten Glauben und lehre sie leben nach deinem Wort. Gib deiner Kirche treue Hirten und Diener und segne die Boten des Evangeliums unter den Völkern. Wir rufen dich auch an im Namen deines lieben Sohnes für unsere anschließende Gemeindeversammlung. Sende deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, dass er uns in alle Wahrheit leite und mit gutem Rat und rechten Werken begnade, zum Bau deiner Gemeinde und zum Preis deines heiligen Namens. Wir bitten dich für alle, die in unserem Land regieren, hilf ihnen, den Menschen zu dienen und den Frieden zu erhalten. Bewahre uns in allen Nöten, die das Leben gefährden und den Glauben bedrohen, dass wir in deinem Kreuz deine unendliche Liebe erkennen und dir dafür danken. Richte die Traurigen auf, stärke die Kranken und führe die Verehrten auf den rechten Weg. Frieden, Heil und ewiges Leben, darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen, unsere Schwester Magdalene Gloge, geborene Schubach, heute am Tag des Herrn, im Alter von 97 Jahren, aus dieser Zeit in die Ewigkeit abzurufen. So lasst uns beten. Ewiger Gott, himmlischer Vater, der du durch Jesus Christus den Tod besiegt und das Leben wiedergebracht hast, wir danken dir für alle Barmherzigkeit und Treue, die du unserer entschlafenen Schwester in ihrem Erdenleben erwiesen hast. Wir preisen dich, dass du sie in der heiligen Taufe zu deinem Kind angenommen hast, ihr durch dein Wort den Weg des Heils gezeigt und immer wieder im heiligen Sakrament deine Gnade zugeeignet hast. Wir bitten dich, Herr, für alle, die um die Entschlafene trauern. Bewahre sie im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen hat, und stärke sie in der Hoffnung der Auferstehung zum ewigen Leben. Lehre uns, Herr, bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wende unser Herz zu den himmlischen Gütern und lass uns, wenn unsere letzte Stunde kommt, im Glauben von dieser Welt scheiden und deine Herrlichkeit schauen, wo dich alle deine Erlösten loben und preisen in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Die Herzen in die Höhe. Wir geben sie zum Herrn. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. Wahrhaftig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat unsere Sünde auf sich genommen, dass wir hinvor der Sünde absterben und der Gerechtigkeit leben. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Christus, der nach der verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Erbarm dich unser, Christe, du Lamm Gottes.
du wirst der Welt Schuld. Gib uns Frieden. Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Kommt, denn es ist alles bereit. Nehmet hin und esset, das ist der wahre Leib unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Für euch dahingegeben in den Tod. Nehmet hin und esst, das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Für euch dahingegeben in den Tod. Nehmet hin und esst, das ist der wahre Leib eures Herrn und Heilandes Jesus Christus, für euch dahingegeben in den Tod. Nehmet hin und esst, das ist der wahre Leib unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, für euch dahingegeben in den Tod. Nehmet hin und trinket, das ist das wahre Blut des Neuen Testamentes, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Nehmet hin und trinket, das ist das wahre Blut des Neuen Testamentes, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Nehmet hin und trinket, das ist das wahre Blut des Neuen Testamentes, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Nehmet hin und trinket, das ist das wahre Blut des Neuen Testamentes, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Nehmet hin und trinket, das ist das wahre Blut des Neuen Testamentes, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Der wahre Leib und das wahre Blut Jesu Christi stärken und bewahren euch im Glauben zum ewigen Leben. Geht hin im Frieden. Nehmet hin und esset, das ist der wahre Leib unseres Herrn Jesus. Sein, Lied jetzt alle.
Der Herr sei mit euch. Christus hat geliebet die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben. Lasst uns beten. Gütiger Gott, wir danken dir. Durch das Opfer deines Sohnes am Kreuz hast du uns mit dir versöhnt. So hilf uns, in der Kraft dieser Speise den alten Menschen in uns zu überwinden und ein neues Leben mit dir zu führen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gehet hin im Frieden des Herrn. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen, Amen, Amen. Folgendes ist noch abzukündigen. So Gott will, werden wir in dieser Woche folgende Gottesdienste halten. Am kommenden Donnerstag um 19 Uhr eine Passionsandacht. Am kommenden Sonntag dann um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Predigt und heiligem Abendmahl. Gleich im Anschluss an diesen Gottesdienst werden wir unsere erste Gemeindeversammlung in diesem Jahr halten. Unter anderem und vor allem geht es um die Umbau- und Sanierungsmaßnahme des Pfarrhauses. So bitte ich dann alle stimmberechtigten Gemeindeglieder, zügig in den Gemeindesaal zu gehen und sich in die Teilnehmerliste einzutragen. Den Kollektenkasten werde ich nachher mitbringen, sodass Sie Ihre Kollekte später dann auch noch abgeben können. Die Kollekte am vergangenen Sonntag ergab für die Gemeindekasse 175 Euro und Donnerstag in der Passionsandacht wurde für die Lutherische Kirchenmission gegeben 10,73 Euro. Gott der Herr segne Geber und Gaben zum Bau seines Reiches. Die Kollekte heute ist wieder für die Gemeindekasse bestimmt. Zu den Wochenveranstaltungen. Am Dienstag ist der Taufunterricht der Iraner um 17 Uhr. Am Mittwoch der Kinderunterricht fällt aus, da ich zum Verwaltungsgericht muss, um eine Schwester im Glauben zu begleiten. Ich hoffe, dann um 17 Uhr doch Konfirmandenunterricht zu halten, dass ich bis dahin wieder zurück bin. 18 Uhr Konfirmandenunterricht und Kirchenchor dann um 19 Uhr. Am Donnerstag nach der Passionsandacht ist Posaunenchor. Es wird genickt. Und am Freitag dann um 15 Uhr wieder der Deutschunterricht für die Iraner. Schon mal hinweisen möchte ich auf das Treffen der Kindergottesdienstmitarbeiter am Montag, den 4. März, Montag
in einer Woche. Drei Hinweise: einmal das Konzert für Orgel und Trompete am 15. März hier in unserer Kirche, 15 Uhr. Die Karten gibt es bei Konrad Kloge. Dann die Gemeindefreizeit für Jung und Alt Ende September in diesem Jahr. Anmeldeschluss soll der 8. April sein. Wer mitfahren möchte, kann sich in die ausgelegte Liste eintragen. Und das Passionsheft zur persönlichen Andacht in dieser Passionszeit liegt aus und bitte nehmt es mit oder verschenkt es. Gott der Herr segne uns alle nach dem Reichtum seiner Gnade, denn so steht geschrieben im Spruch für diese Woche aus dem Römerbrief im 5. Kapitel. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Gott für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.